Leute, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich drehe euch heute... Oh Mann. Hey Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich drehe euch heute ganz spontan noch einen Saturday-Vlog. Ja, weil ich halt einfach gerade darauf Lust hatte, euch mal einfach mitzunehmen. Wir haben zwar schon 2:30, aber der Tag beginnt bei mir jetzt erst so richtig, weil ich habe noch einiges zu tun. Ich habe mir hier mal so eine To-Do-Liste geschrieben und genau, da steht noch einiges drauf. Das mache ich natürlich nicht alles heute, aber ich möchte schon mal so viel wie möglich heute erledigen. Und deswegen dachte ich, passt es ja, wenn ich euch einfach mal so ein bisschen mitnehme. Und genau, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und ich hoffe, euch gefällt's. Was der Plan für jetzt erstmal ist, ist, dass ich in den Stall fahren möchte, auch wenn das Wetter momentan noch regnerisch aussieht. Es sieht nicht so aus, es regnet auch noch. Und wundert euch bitte nicht, wie ich gerade aussehe. Ich habe mich nämlich gerade abgeschminkt. Ich war nämlich auf dem Geburtstag und dann bin ich einfach nur noch ganz, ganz schnell ins Bett abends gegangen, weil ich so müde war. Und jetzt sind meine Augen hier unten noch so ein bisschen gerötet und so, aber egal. Ich schmink mich erst später, weil ich bin dann wieder auf den Geburtstag eingeladen. Also dieses Wochenende feiern irgendwie ganz viele ihren Geburtstag. Deswegen werde ich mich da erst schminken und duschen gehen. Aber schaut mal bitte, wie voluminös meine Haare heute sind. Das ist ja eigentlich nie der Fall, aber das liegt einfach nur daran, dass ich gestern so leichte Locken hatte. Und dann sind die immer voluminöser, wenn ich die durchkämme. Jetzt ziehe ich mich erstmal um, weil ich habe noch hier meine normalen Klamotten an. Und genau, ich würde sagen, ich zeige euch mal dann mein Outfit, was ich so heute in den Stall anziehe. 2000 Jahre später. Das ist mein Outfit für heute, ein All-Black-Outfit. Das liegt daran, dass Paola auch momentan ein schwarzes Set drauf hat und das natürlich dann am besten passt. Zum einen habe ich hier dieses neue Funktions-Shirt von Royal Horseman an, das so Glitzer-Details auch hat. Also das liebe ich über alles. Ich habe das Gefühl nur noch im Stall an. Dazu dann noch die All-Black-Reit-Leggings von Royal Horseman. Und noch die schwarzen Socken natürlich. Ja, so sieht mein Outfit, wie gesagt, für heute aus. Passend eigentlich zum Wetter, weil draußen ist es ja auch dunkel, ne? Leute, wie cool ist das bitte? Ich habe meine erste eigene Garage. Ich freue mich voll darüber. Mein kleines Auto steht also jetzt hier schon drin. Jetzt passt zwar noch locker ein Auto rein, aber egal. Ich freue mich einfach mega, dass es jetzt geklappt hat und ich jetzt hier meine eigene Garage habe. Für mich geht es jetzt los. Ich habe mir auch schon jetzt Möhrchen mitgenommen für die Pferde und ich freue mich total, sie jetzt gleich wiederzusehen.
Also Bellamy hat heute auf jeden Fall gut gearbeitet. Die ist klitschnass geschwitzt. Ja, sie hatte auf jeden Fall, ja, Hummeln im Hintern, ne, würde ich sagen. Sie ist so abgegangen zwischendurch, deswegen konnte ich auch gefühlt gar nichts mehr filmen beim Longieren, weil ich mich sehr konzentrieren musste. Du nasses Würmchen. Jetzt muss ich ihn einmal nochmal abäppeln, weil sie hat einmal ringsrum geschissen, ne? Du Dovi. Ja, läufst du mir hinterher, ne? Oh, sie ist schon süß. Ja. Nein? Okay. Also Bellamy habe ich erstmal jetzt noch eine Abschutzdecke drauf gepackt, damit sie noch ein bisschen trocknen kann. Ich reite ja eh jetzt erstmal noch Paola und kann ihr die erstmal noch anbehalten, bevor sie die dicke Decke drauf kriegt. Übrigens finde ich diese Decke voll schön. Und ja. Und jetzt kriegt sie erstmal ihr Futter, wie ihr gerade gesehen habt. Muss ich Paola jetzt demnächst echt dringend scheren. Ich hoffe, ich schaffe das am Montag, wenn ich schulfrei habe. Nee, weil so ist die ja viel zu nass. Ich kriege die jetzt kaum trocken. Ich stelle die auf jeden Fall einmal unter das Solarium und dann hoffe ich, dass sie trocknet. Und sie ist so müde, aber sie war so gut. Du warst so gut. Sauerfleck habe ich gerade gar nicht gesehen. Funny. Das ist einfach so ein random weißer Sauerfleck. So, ich habe jetzt die Bellamy auch noch eben umgedeckt. Also wieder die dicke Decke drauf gemacht, ne? Und ich bin jetzt soweit fertig und fahre jetzt mal nach Hause. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Meine Mom hat auch gerade schon das Essen in den Ofen getan. Das heißt, ich werde jetzt mich in der Zeit eben duschen gehen. Aber vorher wollte ich euch noch was richtig, richtig Wichtiges und Cooles erzählen. Und zwar habe ich ja 2021, also für dieses Jahr, einen Wandkalender rausgebracht. Also mein allerersten, und jetzt habe ich für 2022 auch einen rausgebracht. Also man kann ihn jetzt seit einer Woche, glaube ich, circa kaufen. Und genau, so sieht zum Beispiel das Titelbild aus und der ist so schön. Also da sind wunderschöne Bilder drin. Hier kann man ja so ein paar, kann ich mal zeigen. Ja, also genau, so sieht's aus. Und ihr könnt den halt momentan auf bei meinem Shop kaufen. Den Link und so alles packe ich euch in die Infobox. Ja, also da könnt ihr dann direkt drauf gehen und dann kommt ihr direkt dahin. Und ja, also er kommt bei euch schon auch mega gut an. Ich kriege schon richtig viele Bilder auf Insta, wo ihr mich auf Stories markiert, wo ihr dann schon den Kalender im Zimmer hängen habt. Und das freut mich voll, dass ihr den so mögt. Und genau, ich wollte euch hier auf YouTube auch Bescheid geben, dass es den jetzt auch gibt. 2022 Wandkalender Nummer 2. Ah, ich freue mich so. So, ich habe mich jetzt schon mal komplett fertig gemacht für den Geburtstag. Also geduscht, geschminkt und umgezogen. Und genau, wir haben jetzt 20 vor 8 und ich werde jetzt gleich mal zur Party gehen. Ich freue mich total. Das Wetter spielt nämlich momentan auch noch ganz gut mit. Also es ist noch nicht so kalt und so. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es da so wird. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!